Das Verfahren, dass man links und rechts das Gleiche wegnimmt oder dazugibt oder multipliziert oder dividiert, das nennt sich Äquivalenzumformung. Die Gleichung ändert sich nicht, ob man sie jetzt umdreht. Ist genau das Gleiche wie. Und wichtig ist jetzt einfach die Reihenfolge wieder, in der man das löst. Das erste war Ordnen von gleichartigen Elementen. Also die Zahlen zu die Zahlen, die x zu die x, die y zu die y. Gleichartige Sachen zusammenfassen. Alles, was ich ausrechnen kann, kann ich rechnen. Und x plus x ist 2x, das fasst man alles zusammen. Dann bringt man die Unbekannte auf eine Seite, eben durch diese Äquivalenzumformungen. Dann rechnet man das aus, solange bis da steht, x ist gleich irgendetwas. Dann macht man die Probe, indem man einfach das, was man für x ausgerechnet hat, in die Ausgangsgleichung einsetzt. Und wenn man das dann hat, schreibt man die Lösungsmenge, was auch immer da drinnen steht. Da kann jetzt eine Zahl sein, keine Zahl oder mehrere Zahlen. Aber Gleichungen dienen nicht nur immer dazu, dass man darstellt, dass zwei Zahlen gleich sind, sondern die behandeln auch wesentlich anspruchsvollere Objekte. Zum Beispiel drücken Differentialgleichungen aus, dass zwei unterschiedliche geometrische Objekte gleich sind. Was soll man sich jetzt darunter vorstellen? Schwer natürlich. Der gute Albert Einstein hat in seiner allgemeinen Relativitätstheorie die Feldgleichungen aufgestellt. Und die besagen, dass sich die Art und Weise, wie sich Materie in einem Gebiet der Raumzeit bewegen, gleich ist, wie die Raumzeit gekrümmt ist. Na, das kann man sich jetzt ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Auf jeden Fall ist das Lösen von solchen Gleichungen immens wichtig für das Verständnis vom Universum und naheliegend auch für die Raumfahrt.